Der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Jahr 2016 kam eine Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu dem Ergebnis, dass das Volumen von Geldwäsche in Deutschland zwischen 50 und 100 Milliarden Euro pro Jahr beträgt. Die Zahl der Verdachtsmeldungen nahm in den letzten Jahren deutlich zu, natürlich auch durch unsere Anstrengungen, die wir hier unternommen haben. Im Jahr 2019 waren es nach dem Bericht der FIO 115.000 Meldungen. Die Meldungen kamen aus dem Finanzsektor, Banken und Finanzdienstleister, aber auch zunehmend aus dem Nicht-Finanzsektor, also Notare, Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Glücksspielstätten und andere. Und nur mal als Beispiel, wenn man diese 100 Milliarden mal ansetzen würde pro Jahr, dann könnten wir nur in einer Legislaturperiode die ganzen Kosten für die Pandemie in einem Rutsch bezahlen. Die Rechnung ist natürlich nicht ganz richtig, ist klar, ist sehr grob geschnitzt, aber daran sieht man, wie wichtig und wie groß dieses Thema ist, Geldwäsche zu bekämpfen, und dass wir mit aller Entschlossenheit und mit aller Notwendigkeit alle Maßnahmen ergreifen müssen, Geldwäsche in Deutschland, in Europa und weltweit zu verhindern. Und einen wichtigen Schritt machen wir heute. Wir setzen heute mit dem Gesetz eine europäische Richtlinie um, und wir vernetzen die Transparenzregister. Und ich glaube, Transparenz, und der Kollege Di Masi hat es gesagt, Transparenz ist das Wichtigste, damit man eben diejenigen auch findet, die man finden will. Und Grundlage zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eben diese Transparenz. Und gerade in Europa macht es ja auch nicht Halt an der Grenze, gerade in einem offenen Binnenmarkt lädt das natürlich in erster Linie mal ein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir europäisch vernetzen, dass wir die Datensätze vereinheitlichen, also nicht PDF und andere Formen, sondern dass wir einheitliche Datensätze haben und dass wir auch den Zugriff der Strafverfolgungsbehörden genehmigen. Und da ist wichtig, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte? Also wer hat die Kontrolle über die Organisation, wer kann Entscheidungen herbeiführen? Der muss letztlich im Transparenzregister, auch bei verschachtelten Konstruktionen ist es komplizierter, dargestellt sein. Und mit der Einführung im Transparenzregister 2017 haben wir eben das noch nicht als Vollregister gemacht. Das heißt, man hatte keine Verpflichtung mehr einzureichen, wenn in einem anderen Register eben die entsprechenden Angaben waren, zum Beispiel im Handelsregister. Und deswegen ist es eigentlich falsch, was Sie sagen. Wenn Sie sagen, man könnte das doch einfach so übernehmen, weil im Handelsregister zum Beispiel fehlen Gesellschafterlisten. Im Handelsregister zum Beispiel sind treuhänderisch gehaltene Anteile nicht ausgewiesen. Also im Handelsregister sind Themen drin, die man jetzt nicht einfach eins zu eins übernehmen kann. Deswegen ist es besser, man verpflichtet jetzt mit einmalig natürlich mehr Aufwand. Man gibt es ein, weil, hören Sie mir zu, schafft ein bisschen Rechtsklarheit. Weil wenn man nämlich jetzt übernehmen würde, dann müsste ja die Behörde auch noch mal einen Korrekturabzug an die jeweilige Firma schicken, und die Firma müsste dann noch mal die Korrektur bestätigen. Ansonsten wäre es überhaupt nicht möglich. Und um diese ganze Bürokratie zu vermeiden, ist es doch sinnvoller, man bittet die Unternehmerinnen und Unternehmer, einmalig die Zahlen oder die Daten zu veröffentlichen. Und so viele Daten sind es bei Gott nicht bei normalen Firmenkonstruktionen. Also ich glaube, das ist zumutbar, und deswegen kann man das auch so durchsetzen. Und wir wollen natürlich, dass es ein Vollregister wird, dass man eben den wirtschaftlich Berechtigten auch herausfinden kann. Und übrigens kommt es zu Bürokratieabbau. Wie Sie wissen, bloß aus wahlkampftaktischen Gründen oder anderen Gründen jetzt nicht erwähnt haben. Weil normalerweise sind die Verpflichteten zur Geldwäscheaufsicht, zum Beispiel Steuerberater, zum Beispiel Rechtsanwälte, zum Beispiel Banken, müssen sich oft durchfuseln und müssen Analysen machen und müssen gucken, wer ist denn der wirtschaftlich Berechtigte. So kann man jetzt auf das Register zugreifen, so kann man sich die Daten einmalig rausholen, und dann ist es nämlich ein Bürokratieabbau, genau für diejenigen, die jetzt eine hohe Bürokratie damit verbunden haben. Also insofern eine richtige Entscheidung. Und jetzt komme ich zum letzten mit den Vereinen. Natürlich ist es ärgerlich gewesen, dass man die Gebührenbefreiung jetzt erst ab dem Jahr 2018 gehabt hat und dass da es nicht in der Weise gelaufen und kommuniziert worden ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Und wir werden natürlich den Vereinen helfen, weil die ehrenamtlichen Organisationen sollen hier keine
große Belastung haben. Und deswegen ist es richtig, dass man eben aus dem Vereinsregister erstmal davon ausgeht, dass man sagt, der Vorstand eines Vereins ist grundsätzlich der wirtschaftlich Berechtigte, es sei denn, der Verein meldet etwas anderes an. Und das, glaube ich, ist eine gute Maßgabe für die Vereine und deswegen unterstützen wir das. Es gibt noch einige Fragen, die wir diskutieren im parlamentarischen Verfahren, aber ich bedanke mich ausdrücklich bei den Berichterstattern, bei uns, Sepp Müller, für die sehr, sehr gute Diskussion. Und jetzt gehen wir ins parlamentarische Verfahren und setzen es um. Geldwäsche darf in Deutschland keine Chance haben. Und wir machen heute einen wichtigen Schritt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Debatte gebe ich das Wort sofort nach unserer Saaldienerin. Herrn Dr. Jens.